Übrigens wird im Hintergrund gerade fleißig aufgebaut. Wenn ich dich als Organisator da habe, du darfst den Zuschauern vielleicht schon mal verraten, es wird gleich ein bisschen lauter. Ja, genau, das wollten wir auch. Wir wollten ein bisschen unseren Hannoveraner Zuschauern hier, wo wir unsere Wurzeln haben, einfach ein bisschen Leidenschaft und auch ein bisschen Lautstärke mitverleihen. Per hat neulich gesagt, es ist ein Hauch vom Super Bowl mit bei dem Event. Das finden wir natürlich toll und ich glaube, Hannover wird sich auch daran erfreuen. Also Scooter ist eigentlich auch eine Band, die aus Norddeutschland kommt und die auch Hannoveraner wurde. Da kommt HB Baxter schon. Das ist natürlich eine besondere Sache für uns als Hannoveraner. Ich glaube, der wird hier Stimmung reinbringen und ich glaube, die Hannoveraner freuen sich. Ja, die Band, die auch eine ganz enge Verbundenheit mit dieser Stadt hat. Und das hört man jetzt auch sehr laut. Aber guck mal, ein paar nette Damen hat er auch mitgebracht. Die Jungs haben ihre Tour extra unterbrochen, um hier zu sein. Also das sagt auch sehr viel aus. Ja, die kommen direkt aus Australien. Wir haben die angefragt und eigentlich war es terminlich nicht machbar für die. Jetzt haben sie es aber doch möglich gemacht. Da sind wir natürlich dankbar und stolz. Und wir freuen uns jetzt einfach. Ich freue mich auf eine super Show hier von Scooter. Dem ist gar nicht viel hinzuzufügen. Wir freuen uns auf die Supershow mit Scooter in der Halbzeit. Danke. Timo, danke. I got this.
Ja, vielen Dank an Herr Mertesacker für die Einladung. Ähnlich wie bei ihm hat ja auch unsere Karriere einst in Hannover begonnen. Und wir sind sehr froh, dass wir heute hier sind. Wicked! And now the next tune is called Nessaya. The people chant, that's me. Yeah.
the sunny day. Come follow me, come follow me, come follow me, the sunny day. Come follow me, come follow me, come follow me, the sunny day. All the people on the beach start raving this way, yeah. Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I want to ask you something. Are you ready for the sound of Scooter? Hyper, hyper! Hyper, hyper! We want to say a big shout to US. We want to say a big shout to all the DJs all over the world. We want to say a big shout. When life breaks down, when there is systemic contradiction, my name symbolized all that was corrupt to society. His name symbolized all that was pure, and I was being held in the embrace of a man who was pure. And these inviolable sanctities were preserved in those words. HP Baxter hat die Halbzeitshow hier aber mal komplett abgebrannt. Das war, glaube ich, ungefähr das, was sich Per vorgestellt hat mit der Super Bowl Halbzeit. Jetzt kommt HP zu mir. HP, grüß dich, ich bin der Alex. Meine Herren, ich habe gerade gehört, die VIP-Tribüne da oben, die hat jetzt noch nicht so häufig in der Halbzeit gestanden wie gerade bei deinem Auftritt. Ja, sehr geil. Tolle Stimmung hier, muss ich echt sagen. Also auch mega Veranstaltung. Dank dieses Kollegen, ne? Ja. Per, du warst auch beeindruckt. Ja, wir hatten die Idee mal, ne, dich dazu zu holen und es war kompliziert, aber ich bin so froh und sehr, sehr dankbar, dass du gekommen bist. Weil Per hat das super gemacht. Wir haben heute eigentlich noch ein DJ-Set in Österreich und dann hat aber Per gesagt, er organisiert alles, dass wir da rechtzeitig hinkommen im Flieger
Und deswegen hat das geklappt, also sehr geil. Haben nicht nur guter Fußballer, sondern auch so ein kleines Logistikgenie oder was? Ja, wir haben uns natürlich Ideen gehabt und Scooter stand da ganz oben und deswegen sind wir froh, dass alle mitgearbeitet haben und ich denke, die Stimmung hier und alle sind sehr, sehr dankbar, dass er gekommen ist und wir sind alle doch Raver hier, das hat man heute in Hannover auch wieder gesehen. HP, ihr seid eigentlich auf Tour. Geht es da jetzt dann direkt im Anschluss auch wieder weiter? Oder wie setzen sich die nächsten Tage jetzt vor? Also wir waren ja gerade in Australien, sind gerade zurück, haben jetzt so 2 Wochen eigentlich Ruhe, noch 1, 2 DJ-Sets. Und dann geht es ja im November wieder weiter. Sind wir auch in Hannover dann in der Halle. Und ja, dieses Jahr haben wir ja 25 Jahre Bandjubiläum. Deswegen sind wir eigentlich nur unterwegs. Jetzt weiß ich nicht, weil ich kein Musiker bin, ob man beim Touren noch Zeit hat, Texte zu schreiben. Aber eventuell so eine Neuauflage Hyper wäre eine Option. Habe ich ja vorhin schon bei der Begrüßung. Hyper klingt gut. Einige haben ja auch gesagt Biper. Also mal sehen, kann man ja noch mal einen Remix machen. Per, wie sind deine Gesangstalente? Kann man dich da einbauen? Ja, ab und zu, aber jetzt primär nicht so schön. Wir sind, wie gesagt, heute froh in Hannover bei tollem Wetter. Ich glaube, es passt alles zusammen heute. Deswegen vielen Dank nochmal, dass alle dran gearbeitet haben und dass ihr die Stimmung aufgehellt habt, weil nur Fußball ist auch langweilig. Jetzt geht's gleich weiter mit Fußball, Per. Ich glaube, du machst dich noch ein bisschen warm. HP, danke dir. Große Klasse. Und natürlich weiterhin viel, viel Spaß bei der Tour. Und hier erst einmal beim Spiel. Und jetzt steht Christoph Metzel dabei, Antonia.